Dieses Video wird Ihnen präsentiert von knuddeldiekatz.de. Durchfall bei Katzen. Genau wie bei Menschen kann starker Durchfall über einen längeren Zeitraum für eine Katze gefährlich werden. Sorgsames Beobachten und richtiges Reagieren können von entscheidender Bedeutung sein. Eine Auflistung von Symptomen dafür, wenn eine Katze Durchfall hat, kann ich mir an dieser Stelle jedoch sicherlich sparen. Wenn eine Katze selten bis einmalig Durchfall hat. Gelegentlicher Durchfall bei Katzen ist normal und im Regelfall unbedenklich. Gerade Katzen, die regelmäßig Auslauf bekommen und sich schon einmal eine Maus oder einen Vogel krallen oder aber irgendwo Essensreste finden und diese verspeisen, sind öfter einmal von Durchfall geplagt. Bei intaktem Immunsystem des Tieres stellt das jedoch keine Bedrohung dar. Auch kann gegebenenfalls etwas nicht vertragen worden sein, was Mensch gefüttert hat. Hier heißt es beobachten, ob sich die Problematik in der Zukunft häuft. Allerdings gibt es auch Katzen, die schlichtweg einen empfindlichen Verdauungstrakt haben. Das kann genetisch bedingt sein, an Vorerkrankungen liegen oder auf Katzen zutreffen, die schon etwas älter sind. Meinem alten Kater habe ich damals ein leicht bekömmliches Trockenfutter gefüttert, um die Problematik zu umgehen. Einen Link zu diesem Futter setze ich in der Beschreibung. Leichter anhaltender Durchfall. Länger anhaltender, leichter Durchfall bei Katzen kann entweder auf eine infektiöse Krankheit hindeuten, die Folge einer Vorerkrankung sein, oder für eine Futtermittelallergie oder eine sonstige Unverträglichkeit sprechen. Hier ist auf jeden Fall für ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit zu achten, da die Katze sonst schnell dehydriert. Ein Besuch beim Tierarzt ist auch bei leichtem Durchfall zu empfehlen, wenn er länger als nur ein paar Tage andauert. Ist die Katze ansonsten putzmunter und hat keinerlei Beschwerden, kann zunächst auch einmal die systematische Umstellung von Futter auf schonendere Varianten erfolgen. Viele Sorten von Katzenfutter bestehen zum Teil aus Weizen, was grundsätzlich eigentlich wenig geeignet ist. Das wird vor allem aus Kostengründen der Produktion getan und nicht aufgrund angeblicher wertvoller Inhaltsstoffe für die Katze. Leider gilt hier die Daumenregel, je bekannter und größer die Marke des Katzenfutters, desto häufiger sind die Inhaltsstoffe minderwertig. Wer es ausprobieren möchte, dem empfehle ich die sehr erschwingliche und gesunde Variante von Animonda, das sich ganz besonders bei Futtermittelallergien eignet, aber aufgrund des Verzichts auf Weizen ohnehin die deutlich gesündere Variante ist als die meisten im Supermarkt oder Discounter erhältlichen Produkte. Einen Link zu diesem Futter setze ich in der Beschreibung. Starker anhaltender Durchfall. Wenn die eigene Katze starken und anhaltenden Durchfall hat, kommen viele Dinge in Betracht, die ausschlaggebend sind. In jedem Fall sollte man hier nicht experimentieren, sondern direkt zum Tierarzt gehen. Die Umstellung des Futters auf eine gesündere Variante kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen und ist ohnehin empfehlenswert. Aber in einer solchen Situation selbst rumzuprobieren ist definitiv nicht empfehlenswert. Noch einmal in Kürze. Gelegentlicher und leichter Durchfall können Folgen von falscher Ernährung sein. Länger anhaltender, leichter Durchfall kann für Unverträglichkeiten sprechen. Viele Katzenfutter großer Hersteller sind von schlechter Qualität und es wäre besser, wenn man einen gesunden Ersatz sucht. Dauerhafte oder starke Durchfälle stellen ein Risiko dar. Bitte in diesem Fall auf jeden Fall zum Tierarzt. Haben Sie zum Thema Durchfall bei Katzen bereits Erfahrungen gemacht? Positive oder auch sehr leidliche? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren unter diesem Video oder auf meiner Seite www.knuddeldiekatz.de. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.